Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Konarik. Ich hoffe, ihr habt den Super Bowl alle gut überstanden. Ich muss sagen, ich bin noch sehr müde, aber das sollte keine Ausrede sein, denn ich habe heute mal etwas ganz Besonderes mit euch vor. Und zwar passend zum Super Bowl hat HBO einen kleinen Commercial, Teaser, ein kleines Promo-Video rausgehauen von einer Brauerei, die im Game of Thrones-Stil ein bisschen Werbung gemacht hat. Da drin kommt auch der Mountain vor. Wie gesagt, ich habe mir dieses Video hier noch überhaupt nicht angeguckt. Ich habe nur mal kurz einen 5-Sekunden-Clip gesehen, also so einen ganz kleinen Tease davon nur. Und ich dachte mir, so ein kleines React-Video hierzu wäre mal ganz cool. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht so auf dem Kanal gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und allgemein, es gibt ja bis jetzt von Game of Thrones auch schon noch ein paar andere Commercial-Videos. Ich erinnere nur an das Sparkling Water vom Mountain. Das hat bestimmt auch schon jeder gesehen. Ziemlich cool und lustig inszeniert. Und jetzt dachte ich mir halt hier von Bud Light heißt ja die Marke. Diese Bierbrauerei aus Amerika, die hat jetzt eben das Ganze auch gestartet. Und ich dachte mir halt so, ja komm. Wenn euch das mit dem Reacten hier gefällt, dann werde ich das bestimmt auch mal zu der ein oder anderen Game of Thrones Folge noch machen. Das hatten Robin und ich eh geplant, dass wir irgendwann, wenn Staffel 8 jetzt mal vorbei ist, so ein paar Reacts auch zu einzelnen Folgen machen, wo wir auch so ein bisschen was zu den Folgen noch sagen. Also so gerade dramatische Folgen und oder halt wo viel passiert, wo krasse Szenen sind, dass wir darauf mal ein bisschen reacten. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt hier erstmal ein bisschen diesen Teaser an. Ich bin auch mal sehr gespannt, was man hier alles zu sehen bekommt. It's a beautiful day for a joust. Indeed. Sun's out. Ja, steht auch schon Anheuser Busch, Bud Light. Look, it's the Bud Light. Bud Light, bitte. You hold my beer. You hold my other beer. Also ist schon ziemlich cool gemacht, gerade auch mit dem Ritter und diesem fetten Emblem auf der Brust. All right, let's tap this keg. Und auch das Wappen. Und ich glaube, da ist er auch schon. Ja. Da ist unser Mountain. Ja, man hat ihn noch nicht gesehen. Ja, das erinnert mich an Staffel 1, da wo der Loras Tyrell auch aus dem Sattel geholt. Nee, nicht Loras Tyrell, dieser andere Ritter, der wurde ja auch aus dem Sattel geholt vom Mountain, also vom Berg aufgeholt. Was geht jetzt ab? Jawoll. Ja, da war Saruman. Was geht? Ja, Hauptsache Drogon kommt dann noch der Mountain. Geiles Turnier. Game of Thrones, the final season. Der dritte, da liegt er. April 14th. Ja, ziemlich cool gemacht. Und das war's. Ja, wir können noch mal ganz kurz da auch die Szenen durchgehen. Also, so vom Setting her gefällt mir dieser kleine Teaser echt gut. Also, da im Hintergrund ist eine Burg. Ich kann jetzt leider auch nicht sagen, um welche Burg es sich handelt. Obwohl ich mich schon so gut mit Game of Thrones auskenne. Das ist jetzt echt schwierig. Könnte vielleicht in den Flusslanden sein. Oder vielleicht sogar auch in der Weite, obwohl ich jetzt eher auf die Flusslande tippen würde. Aber das ist halt leider hier nicht so bekannt. Auf jeden Fall auch cool, dass mit dem Turnier und ja gut, die Wappen, die sagen natürlich auch nichts aus. Es ist natürlich von den Wappen her auch nichts, was in Game of Thrones auch so auftaucht. Also das ist eh was anderes jetzt hier. Das Wappen erinnert mich auch an das, wenn wir ja gerade schon vom Super Bowl reden, an das von den New Orleans Saints. Daran erinnert mich das natürlich auch direkt. Das ist ein Saint-Wappen. Bud Light natürlich dann hier diese kommerzielle Werbemaßnahme. Im Hintergrund ist so ein Mäster, der so ein bisschen mich an Saruman erinnert, mit dem Stab und mit dem weißen Outfit. Bud Light, dann hier allein der Ritter mit diesem Saphirblau, das sieht mega cool aus. Und einfach das gesamte Setting da und dann das Bier, hold my beer and you hold the other beer. Ziemlich cool. Und dann das Schild hier mit dem Wappen. Und dann kommt auf einmal hier der Mountain an, den man erst nicht so richtig erkennt, weil er wird erst nicht richtig gezeigt und dann duellieren die sich und dann liegt der auch schon am Boden der Bud Light. Und dann kommt der Mountain und natürlich, wie kann es anders sein, zerdrückt der ihm erstmal schön nach Mountain-Manier den Schädel. Und dann kommt auch schon Drogon. Und das ist dann so ein bisschen das Finale. Man sieht den Mountain, man sieht dann Drogon, wie er noch einmal Feuer auf dieses ganze Turnier da herabspeit und ja, ich sag nur April 14th, ne? Ja, und das war's hier mit dem Teaser. Ich wollte halt nur mal ganz kurz ein bisschen darauf reacten und so meine Meinung dazu sagen. Natürlich ist es jetzt hier schon wieder nichts Offizielles. Man hat jetzt hier schon wieder nicht
einen Trailer gesehen. Wir wollen endlich einen Trailer, HBO, zu Staffel 8. Ich kann nur so viel sagen, wenn der erste Trailer kommt, der wird von Robin und mir zerpflückt. Wir werden auf jeden Fall, ich denke mal, mehr als eine Analyse machen. Vielleicht splitten wir das sogar, wir wollen das möglichst detailliert machen. Und allgemein geht es auf jeden Fall die nächsten Wochen hier mit Game of Thrones Content auch weiter. Ihr könnt gespannt bleiben, wir haben noch ein paar History-Videos geplant, die jetzt hier auf jeden Fall vor Staffel 8 auch noch kommen. Und dann werden wir eben die History- und Special-Produktion mal ein wenig zurückschrauben, damit wir uns eben mit Vollfokus auf Staffel 8 konzentrieren. Zudem sind dieses Jahr auch noch sowieso ein, zwei andere Projekte geplant, die ich auch mal ausprobieren möchte. Das sollen so ein paar Testversuche auch sein, was man so nach Game of Thrones zum Beispiel noch machen könnte. Ich hoffe, das kommt relativ gut an und in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao!